Verhängnisvolle Tradition, Teil Nummer 7 unserer Serie zur negativen Konditionierung im Arbeitsverhältnis. Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und auf Kündigungsschutz und Beendigung von Arbeitsverhältnissen spezialisiert. Und oft fragen sich ja Arbeitnehmer, wie kam es denn dazu? Und ich sage immer, wenn ich sie vertrete in so einem Verfahren, dann sage ich immer, das interessiert uns nicht, gucken Sie nach vorne auf die neue Situation. Ich will natürlich Sie in dieser Situation, in dieser prozessualen Situation bestmöglich durchbringen, gute Abfindung und so weiter. Und dann möchte ich nicht, dass wir uns damit Dingen beschäftigen, die wir nicht mehr ändern können. Und fürs neue Arbeitsverhältnis interessiere ich mich ja nicht, dafür werde ich ja nicht bezahlt. Ja? Nichtsdestotrotz ist es schon sinnvoll, wenn wir uns mal angucken, warum jenseits von den klassischen Dingen Krankheit und so weiter und Betriebsverkleinerung oder wenn man wirklich mal durchdreht und was Schlimmes macht, von diesen klassischen Kündigungsgründen, warum oft so eine innere Kündigung des Arbeitgebers stattfindet. Dazu hatte ich ja auch eine Serie gemacht. Ja? Und was das ist und wieso das ist, gucken Sie sich das ruhig auch nochmal an, wer es noch nicht gemacht hat. Aber jetzt geht es mal wirklich darum, wieso, wie kommt es überhaupt zu so einer inneren Kündigung? Warum sagt ein Arbeitgeber, warum sagt ein Vorgesetzter irgendwann, mit dem will ich nicht mehr? Ja? Und warum sind Sie dann so überrascht? Wie konnte das passieren? Schleichende Prozesse sind das, die eben häufig in ihren eigentlichen Ursache oder den eigentlichen Anfang oder auch die Energie herausziehen aus Dingen, die so ein bisschen typisch menschlich sind. Ja? Und die aber auch andererseits aus so einer von uns von außen aufgepressten Geschichte kommen. Ich hatte über Freizeitkonditionierung gesprochen, wo Sie immer im Radio hören, ja, der jetzt ist Freitag, ja, ich drehe heute an einem Freitag, ja, jetzt endlich Wochenende. Nein, ich freue mich, dass noch ein paar Stunden zu arbeiten sind. Ich kann noch ein paar schöne Videos für Sie drehen, heute Nachmittag noch ein paar Mandanten reden. Ich freue mich darüber. Ja? Und Sie denken wahrscheinlich, gucken unterm Tisch das Video und sagen, oh, zum Glück ist gleich vorbei hier. Bis dahin kommen noch ein paar Videos von Brederek. Hey, freut mich persönlich, aber ist nicht gut für Ihr Arbeitsverhältnis. Ja? Ist vielleicht irgendwo Ursache dafür, dass Sie jetzt in dieser Situation sind, wo Sie sich für meine Videos interessieren. Ja? Die meisten gucken es ja wegen der Kündigung. So, aber Scherz beiseite oder Halbscherz beiseite, weil ein bisschen ist ja da was dran. Sie werden ja auch jetzt auch nicht sagen, der erzählt ja total Blödsinn. Nee, Sie werden sich ein bisschen von mir ertappt fühlen. Und das will ich genau mit dieser Serie. Und vor allen Dingen will ich aber, dass Sie sich selbst ertappen. Und vielleicht zumindest dann, wenn das Ganze, wenn wir fertig sind mit Ihrem alten Prozess, mit Ihrem alten Arbeitsverhältnis, zumindest beim neuen Arbeitgeber erstmal sich besser beobachten können und vielleicht verhindern können, dass das eine oder andere sich einschleicht. Und das hilft Ihnen nicht nur im Arbeitsverhältnis mit dem Arbeitgeber und dem Vorgesetzten, das hilft Ihnen vielleicht auch dabei, Ihre Arbeit lieber zu machen, mit mehr Freude zu machen, mit mehr Spaß zu machen. Dass Sie so wie ich freitags sagen, Mensch, zum Glück sind noch 3 Stunden Arbeit. Obwohl ich mich auf meine Familie auch schon immer total freue. Und mein Kleiner, wenn ich den Hund nachher aus der Kita hole. Ja, also ich habe wirklich die glückliche Situation, dass beides total schön ist. Und es ist manchmal doof, das Leben geht zu schnell dahin, wenn man sich immer ständig auf irgendwas freut. Ja, wenn man sich auf was nicht freut, dann, wenn man keinen Spaß bei der Arbeit hat, dann dauert das Leben ja länger, wenn man sitzt ja bei der Arbeit und denkt so, oh, ist die Zeit vorbei. Nur in der Summe des Lebens nachher, das ist es wieder anders. Da geht so eine vertane Zeit mit Warten, mit Frust, mit, die bleibt einem dann gar nicht in Erinnerung. Die ist wie eine vertane Zeit. Und da muss man auch passen, dass man das ganze Leben vertan hat. Ich will mir jetzt nicht, wer weiß, was ich für Überraschungen am Ende erlebe, wenn ich Rückschau halte, aber ich glaube, eine Sache kann man ganz klar sagen, wenn Sie mal selber zurückgehen, nur die Jahre, die Sie schon hatten, die Zeiten, wo nicht viel passiert ist, da ist ja nicht in Erinnerung. Ja? Man erinnert sich ja nicht daran, dass man da frustriert bei der Arbeit saß, nur so als großes Ganzes. Ich saß immer frustriert bei der Arbeit, aber man erinnert sich an keinen besonderen Tag mehr. Die schönen Dinge, die wir gemacht haben, die großen Ereignisse, ja? Der erste Kuss, der fünfte Kuss, ja, die, auch die schlimmen Ereignisse, ja, die bleiben uns besser mal. Aber dieses stumpfe Einerlei bei der Arbeit, wenn es stumpf war, ja, unser erster Vortrag, unsere erste Präsentation, der erste Mal vom Chef angeschnauzt oder so, war was anderes. Ja. Ersten Mitarbeiter gekündigt, könnte ich jetzt als Arbeitgeber sagen. Das bleibt in Erinnerung. Ja, das bleibt in Erinnerung. Gut, so, jetzt aber, Mensch, jetzt habe ich hier die ganze Zeit schon so vertan, bin noch gar nicht zum Thema gekommen, verhängnisvolle
Tradition. Was ist das denn für eine negative Konditionierung im Arbeitsverhältnis? Was ist das? Ja, was meine ich damit? Ich meine damit das, was wir unter der Überschrift zusammenfassen, das haben wir doch schon immer so gemacht. In jedem Unternehmen, das ist auch völlig normal, da sind Sie auch nicht, das ist auch nichts Besonderes bei Ihnen jetzt, da muss man auch nicht rot werden jetzt, aber in jedem Unternehmen und bei jedem Arbeitnehmer gibt es natürlich Dinge, wo man sagt, da haben wir uns darauf geeinigt, in unserem jetzigen Arbeitsverhältnis. Und das ist so, das machen wir so. Und wenn man das dann mal ein bisschen hinterfragt, dann würde man ganz schnell feststellen, dass es eigentlich Quatsch ist, so zu machen. Ja? Entweder die Technik hat sich schon längst weiterentwickelt, deswegen ist es heutzutage Blödsinn, immer noch, was weiß ich, die Videotitel auf Zettel zu schreiben. Vielleicht sollte man das lieber am Computer machen. Aber man macht es halt so. Ja? Vielleicht ist es auch nur ein Weg, man muss sich halt mal entscheiden. So ist das zum Beispiel mit vielen Dingen, die wir hier im anwaltlichen Bereich machen. Ich habe damals in einer Kanzlei den Beruf angefangen auszuüben mit sehr großen Profis, die alle schon 10, 20 Jahre Anwälte waren, vier Leute, die mich dann da quasi als junger Anwalt wirklich ausgebildet haben und richtig so meine Waffen geschärft haben. Und die hatten auch durch so als Sozietät auf eine bestimmte Art der Aktenführung zum Beispiel auf bestimmte Dinge geeinigt. Und ich muss sagen, die meisten davon mache ich bis heute. Und dann kommen Kollegen neu in die Kanzlei und sagen, Mensch, Friedrich, könnte man noch besser machen. Und ich sage, nee, Freundchen. Das habe ich damals, ja, Ascher und Partner ist die Kanzlei, also Ascher, Friedrich von Butler, ja. Haben die das so gemacht. Ich habe das da so gelernt und das ist gut, das machen wir weiter so. Und ich muss sagen, ich habe kaum etwas gefunden, was ich wirklich gesagt habe, das mache ich heute anders. Und zwar, weil, obwohl ich da sehr aufgeschlossen bin, ich bin nicht so ein Typ für negative Traditionen oder für verhängnisvolle Traditionen. Ja? Ich bin eben innovativ, ja? Meine ich jedenfalls. Ich bin da aufgeschlossen. Wenn jemand sagt mir was Neues, ich denke, oh geil, spannend. Und ich denke nicht um Gottes Willen. Nee. Ich will jetzt sogar zu Instagram gehen. Also ich bin aufgeschlossen. Ich würde wirklich objektiv sagen, ich bin aufgeschlossen. Ja? Ich bin für neue Dinge. Aber bei den Sachen nicht. Und zwar, weil ich sage, das haben Leute, die haben sich auch viel drüber geklopft vorher, bevor sie das übernommen haben. Die hatten das teilweise von den Anwälten, wo die gelernt haben. Also da war so gefühlte hunderte Jahre Anwaltspraxiserfahrung. Als Anwaltstypen waren die ganz unterschiedlich. Oder sind die ganz unterschiedlich? Die sind ja, praktizieren ja noch. Ja? Mit einem bin ich ja noch, mit Kollegen Willkommen bin ich ja immer noch zusammen. Ja? Also das heißt, die waren unterschiedliche Typen, hatten sich aber auf diese Verfahrensweisen verständigt und sicherlich auch durchaus im Kampf miteinander. Die haben auch sich nichts geschenkt. Ja? Da wurde viel diskutiert. Deswegen war ich ja nachher nicht mehr so für gleichberechtigte Sozietäten, sondern eher für so eine Diktatur, wo ich sage, wo es lang geht. Ja? Weil das da manchmal auch zu viel Diskussion war. Aber dieses, worauf die sich verständigt hatten, das ist für mich Gesetz. Und wenn da jetzt jemand kommt und sagt, er kann es besser, dann sage ich, ach, warte erstmal ab. Und oft war es so, wie ich habe dann auch mal gesagt, selten aus Überzeugung, nur oft, weil ich ein bisschen entgegenkommen wollte, weil ich nicht Leute so pressen wollte oder weil ich jemand, der etwas neue Idee hatte, auch mal da in dem Bereich eine Chance geben wollte, habe gesagt, okay, versuchen wir das mal. Und am Ende kam raus, ach, na, wir bleiben es. Wir machen es dann doch wieder so, wie wir es gemacht haben. Ja? Lange Rede, kurzer Sinn. Sehr lange Rede, sehr kurzer Sinn. Dieses, wir haben es schon immer gemacht, kann was Gutes sein, wenn es aus so einer Tradition geboren wurde. Es ist aber häufig, und das meine ich mit verhängnisvoller Tradition, es ist häufig nur einmal so angefangen worden und wurde so weitergegeben und wurde nicht mehr hinterfragt. Und das geht gut. Das geht gut, solange Sie im selben Team sind. Solange sie denselben Vorgesetzten haben und im selben Unternehmen. Wenn aber irgendetwas sich da ändert und wenn dann nur ein junger Kollege kommt, den der Chef sagt, Mensch, der hat aber tolle Ideen, kommt gerade von der Uni, sofort mutet er sie aus mit seinen Ideen, weil der Chef sagt, das machen wir mal. Ja? Oder sie kriegen einen neuen Chef, noch schlimmer, und der sagt, jetzt machen wir das anders und sie haben diesen Widerwillen, weil sie sagen, wir haben es doch immer so gemacht. Ja? Wer für meine Situation, die ich Ihnen geschildert habe, ganz schlimm, stell dir vor, ich hätte mich wirklich anstellen lassen. Ich weiß, wie es wirklich gut geht und hätte jetzt per Ordre Mufti dann von einem Anwalt, den ich, der zwar mein Chef ist, aber den ich gar nicht für so sehr schätze oder der gar nicht so gut das alles macht, wie ich meine, wie ich es kann, wie ich es gelernt habe von anderen guten Anwälten, jetzt sagen lassen, wie ich es machen muss. Schwierig, hatte ich keinen Bock drauf.
Niemals Bock. Selbst als ich mal eine große Krise hatte, auch mit der Kanzlei und allen, Lebenskrise, ziemlich doll, auch finanzielle Krise, ja. Selbst da habe ich mal kurz drüber nachgedacht, aber habe es nicht gemacht, weil ich keine Lust darauf hatte. War einer der wesentlichen Gründe. Ich hatte da mal phasenweise wirklich die Selbstständigkeit echt die Nase voll davon. Das hätte ich aufgegeben, ich hätte mich anstellen lassen. Aber der Hauptgrund, warum ich es nicht getan habe, damals war, dass, oder einer der Hauptgründe war, dass ich dachte, ich bin schon zu sehr geprägt. Und dadurch auch vom Chef sein. Da sagt man, es gibt so eine Faustregel, man sagte früher immer 5 Jahre, wer 5 Jahre Chef war, den sollte man nicht mehr anstellen irgendwo. Der hat zu sehr einen Kopf. Der weiß alles, wie es geht, weiß alles besser. Aus Arbeitgebersicht jetzt, ja. Will man nicht mehr. Ja. Ob das heute sogar die Frist noch kürzer ist, könnte sein bei unserer rasanten Entwicklung, dass es auch dem technischen Entwicklung, dass heute man das schon nach 3 Jahren sagen müsste. Also das weiß ich jetzt nicht genau, kann man ja auch nicht so genau messen. Aber ich würde sagen, nach 5 Jahren würde ich gar nicht mehr kein Selbstständigen mehr einstellen. Das war eine Ausnahme. Ich hatte einen lieben Kollegen, wo das so war, aber der war so, wir waren so deckungsgleich beide, ja, oder sind so deckungsgleich, dass das keine Rolle spielte. Der hätte von mir aus 30 Jahre selbstständig sein können, mit dem hätte ich in jeder Konstellation, ich hätte auch als sein Angestellter gearbeitet, ja. Aber das hat man einmal im Leben, das hat man sehr, sehr selten, ja. Sie wissen, von wem ich rede. Sie können sich vielleicht erinnern, der ist auch ab und zu nochmal auf dem Kanal hier, der Kollege Dieneiger. Ja? Nicht nur, dass wir optisch man uns immer so für den anderen hält, aber wir sind auch so von der Arbeitsweise und allem. Also da habe ich ganz oft gesagt, der kann das eigentlich besser. Ja? Ich mache lieber so wie er. Ja? Bis auf meine Aktenflugen und so weiter. Da habe ich dann gesagt, er kam aus Bayern, natürlich mit einer anderen Tradition. Da habe ich gesagt, hier, wir sind in Brandenburg. Ja, da war das anders. Aber sonst war das eigentlich, wäre das so eine Ausnahme. So, also, nochmal, versuchen wir mal auf den Punkt zu kommen. Ich erzähle das alles so ein bisschen, um Ihnen so dieses Thema klar zu machen, was dahinter steckt, weil man sich selbst dann das oft gar nicht so selbst so klar macht, ja, dass das wirklich vielleicht nur so eine Tradition ist. Wir sagen ja oft, na, wenn was funktioniert, dann machst du auch so weiter. Never change a running system und all solche Sprüche. Aber es ist vielleicht gefährlich im Arbeitsfeld. Und verhängnisvoll ist es eben dann, wenn eben der Chef wechselt oder wenn neue Leute kommen oder wenn das Unternehmen sagt, hey, wir brauchen eine neue Technik. Wer dann immer an der alten CNC-Fräse gearbeitet hat, der ist vielleicht für die neuen Geräte dann nicht der Richtige. Ja? Und da gibt es also Konditionierung, negative Konditionierung, für die kann der Arbeitnehmer gar nichts. Und welche, für die kann man was? Die, für die man was kann, da muss man sich mal mit beschäftigen. Das ist hoffentlich Anregung dieses Video. Die anderen, die automatisch mit der Ausübung des Berufs kommen, den kann man nur auf eine einzige Art und Weise begegnen, indem man ab und zu den Job wechselt. Da bleibt mir kein anderer Rat. Wer heutzutage bei dem heutigen Stand der Technik länger als 5 bis 7 Jahre in einem Job arbeitet, der wird automatisch, egal wie er sich dagegen wehrt, eine Konditionierung haben. Und wenn es darauf ist, auf das jeweilige System, die Software oder die Geräte, ja, und der wird es dann schwerer bei einem Wechsel haben. Ich hatte Leute hier schon, die waren so konditioniert. Also ein krasser Mann, Spieler, ein Softwareentwickler wie nennt man das denn, was sie heute im Handy einstellen, wo sie woanders hinkommen. Verdammt, ich fällt es nicht ein. Jetzt müsste man mal schneiden, ja. Aber ich fange das Video jetzt nicht nochmal an. Also, wo ich eintippe, wo ich hin will, ist weg. Sie kennen so eine ganz spezielle Firma, ich will die gar nicht nennen. Da gibt es ja so Firmen, wo gab es früher Firmen, von denen hatte man diese Geräte, ja. Und die hat das programmiert. Und Sie wissen heute, ich mache es ja auch nicht mehr, mir fällt das auch gar nicht mehr ein, wie das hieß, diese Firma, die das gemacht hat. Weil wir das alle im Handy haben, wir geben Google ein, über Google oder Google Maps irgendwie geben wir das ein und dann kommen wir perfekt zum neuen Ziel. Ich habe nicht mal beim Volvo jetzt, nehme ich nicht mal das, was da einprogrammiert ist, weil die Software da schon wieder zu alt ist. Also ich mache das immer übers Handy. Und wir haben auch mittlerweile, auch wenn das immer gesagt wird, in Deutschland anders, aber wir haben mittlerweile, wenn man mal von Brandenburg und Mecklenburg absieht, deutschlandweit auch nach meiner Beobachtung eigentlich ein ganz gutes Netz. Nach Dänemark hin und zurück ging alles überall einmal frei, habe ich alles mit dem Handy gemacht. Ja. Aber wenn Sie eben so ein Programmieren, 20 Jahre so ein Programm da machen und Sie werden dann entlassen, der war zwar erst 50 oder 55, aber schwer. Ja. Ganz, ganz schwer. Man findet vielleicht wieder einen Job, aber eben nicht auf dem Niveau, nicht mit dem, man ist dann eben ein Spezialist, ein hoch angesehener Spezialist, den keiner braucht, weil er keine Verwendung mehr findet. Ja. So, also,
Tradition kann im Job verhängnisvoll werden, bis hin dazu, dass man deswegen wegen so einer Tradition nicht mehr auf dem Arbeitsmarkt vermittelbar ist. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal und tschüss, bis zum nächsten Mal.